Servus Leute, heute mal mit einem bisschen anderem Video und mal herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für guten Sound. Und wir haben heute das Problem zu lösen, warum ein neuer Subwoofer im Auto, den ich gerade eingebaut habe, einfach nur scheiße klingt oder mit meinem restlichen Lautsprechersystem überhaupt nicht zusammenpasst. Und da hat uns Moody Spacebock auf YouTube auf einem Kommentar Folgendes hinterlassen. Er hat also den Alpine ILX 903D, das ist dieses Autoradio, das haben wir auch schon mal vorgestellt. An für sich ganz cool, riesen Bildschirm. Und der sagt, sobald man versucht, das Teil, also das Autoradio, sinnvoll einzustellen, kommt nichts mehr aus dem Sub. Wenn man jedoch voreingestellten Bass-Engine-Modus verwendet, geht schon etwas. Jedoch befeuert dieser dann auch das Frontsystem, welches entlastet werden soll. Also er hat einen Subwoofer mit installiert, der hat zwar noch eine separate Endstufe und einen Passiv-Subwoofer. Wir machen das Ganze hier mit einem Aktiv-Subwoofer, das ist auch genau das gleiche vom Sinn her. Und deswegen haben wir jetzt aufgebaut zwei Lautsprecher. Ein Lautsprecher ist für die vorderen Lautsprecher sinnbildlich da, ein Lautsprecher für die hinteren Lautsprecher und unser Sub natürlich. Das Ganze haben wir, Moritz, komm mal mit nach hinten. Wir haben den Sound dementsprechend abgegriffen über die Cinch-Leitung für den Subwoofer. Also dieses Autoradio hat drei Paar Cinch-Ausgänge, Subwoofer, Front, Out und Rear Out. Front und Rear sind bei uns einfach direkt am Autoradio angeschlossen. Das heißt, hier an unserem ISO-Anschluss, wo am Autoradio dran ist, gehen einfach vier Lautsprecherkanäle direkt weg, ohne Verstärker, ohne alles, direkt hier rein. Und das Subwoofer-Kanal, also das Subwoofer-Signal, das nehmen wir hier mit unserer Cinch-Leitung und fahren direkt hier in den Subwoofer rein und haben die Stromversorgung mit dran. Und jetzt haben wir hier noch unsere Pegel-Fernbedienung, die bei so einem Aktivwoofer mit dabei ist. Die können wir von vorne jetzt bedienen. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir verschiedene Einstellungen machen. Wir können nämlich an dem Autoradio nach unten wischen und haben jetzt die Möglichkeit zwischen Bass Engine SQ und einmal Soundeinstellungen. Eigentlich müsste das heißen Easy Mode und Pro Mode. Also aktuell steht er jetzt auf Easy Mode. Man kann also quasi kaum was einstellen, außer Bass Engine Level einfach Plus und Minus machen. Das ist relativ langweilig. Aber dieses Autoradio geht davon aus, im Easy Mode wird einfach ein bisschen laut und leise gemacht und mal schnell über den Equalizer was eingestellt. Jetzt habe ich auf die Soundeinstellung geklickt und jetzt sind wir im Pro-Mode. Das heißt, jetzt kann ich viel mehr machen. Da taucht jetzt auf einmal sowas auf wie Subwoofer-Level und Bass und Höhen. Vorne und hinten steht hier. Und jetzt lassen wir dieses ganze Gerät mal so eingestellt. Denn wir schließen jetzt diese Einstellung und gehen über das Menü, über die Einstellungen in den Sound rein. Und hier kann ich jetzt sehen, erstens mal kann ich Balance, Fader, Lautsprecher hinten und vorne, hinten aktivieren, Subwoofer aktivieren oder deaktivieren. Da habe ich Zugriff auf meinen Equalizer, auf meinen Dual HD Equalizer, über die Frequenzweiche und, brauchen wir gar nicht so weit weg, das kommen wir gleich dazu, oder über die Laufzeitkorrektur. So, und wenn ich jetzt das Ganze wieder in diesem Einstellmodus Bass Engine SQ umstell und in die gleichen Einstellungen reingehe, in die Soundeinstellungen, dann kann ich zwar noch Balance und Fader, Lautsprecher hinten und vorne einschalten, Subwoofer einschalten, aber ich kann jetzt schon nicht mehr auf meinen Equalizer zugreifen, meine Frequenzweiche, meine Laufzeitkorrektur kann ich machen, aber ich kann hier auf einige Sachen nicht zurückgreifen. Deswegen stellen wir jetzt erstmal alles auf die Soundeinstellungen, auf den Pro-Mode ein. Und jetzt gehen wir Stück für Stück durch, um die Einstellungen zu machen. Und zwar können wir als allererstes mal hier die hinteren Lautsprecher aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob die im Fahrzeug angeschlossen sind. Den Subwoofer muss man natürlich hier auch aktivieren, damit der Sound hinten aus der Cinch-Leitung rauskommt. Und jetzt kann ich natürlich auch den Soundpegel des Subwoofers separat einstellen, indem ich hier mehr Power allein für den Subwoofer im Verhältnis zum Front- und Hecksystem eingebe.
Hier kann ich auch die Phase einstellen, ob mein Subwoofer von der Phase her zum Front- und Hecklautsprechersystem richtig läuft oder verkehrt rum. Das heißt, hier wende ich dieses Blatt einfach und man kann sich das anhören, spielt er jetzt besser oder nicht. Bei dieser Einstellung kann ich natürlich auch wieder den Subwoofer deaktivieren, dann ist auch in dem Moment Pegel und so weiter weg. Ich kann natürlich hier noch vorne und hinten, das ist ja langweilige Einstellung, Front, rechts, links machen. Und jetzt gehen wir mal rüber, gehen wir mal hier zurück. Da oben haben wir zwar einen Schnellzugriff auf verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir gehen aber jetzt nochmal zurück und gehen einfach mal weiter runter. Was haben wir denn jetzt hier noch? Die Phase ist hier nochmal separat drin. Hier haben wir gerade bei den Einstellungen beim Subwoofer gesehen. Und jetzt haben wir... MX-HD, das ist eigentlich nur ein Subwoofer, so eine Art Loudness-Funktion, die ist völlig unwichtig. Lasst es am besten off, dann klingt es immer am schönsten. Und jetzt können wir bei den EQ-Presets die verschiedenen voreingestellten Klangfelder wählen. Das ist aber auch langweilig, das ist wirklich langweilig, weil ihr geht jetzt in den Dual-HD-EQ. Und jetzt wird es richtig interessant. Hier können wir die ganzen Bänder einzeln verstellen und mehr Pegel geben und hier meinen Equalizer so anpassen, wie ich das möchte, und zwar sogar getrennt von vorne und hinten. Das heißt, wenn ich hier diese Synchronisierung ausschalte zwischen vorne und hinten, kann ich tatsächlich für hinten eine andere Einstellung vornehmen als für vorne, und das ist natürlich schon mal entscheidend. Ist natürlich profimäßig, aber hier kann ich halt einfach mal komplett unterschiedlich das Ganze einstellen. So, dann kommen wir zur Crossover. Also hier können wir einen Direktzugriff über das Schnellmenü nehmen. Und jetzt können wir jeden Kanal einzeln, ihr seht es hier vorne, High Pass, hinten High Pass oder wenn ich nochmal drauf drücke, auf Subwoofer, Low Pass. Und was passiert jetzt, wenn wir den Subwoofer einstellen mit einer Flankensteilheit? Ja? 12 dB ist so der Durchschnitt, ihr könnt den auch mit 18 oder mit 24 dB anfahren. 12 dB ist absolut völlig normal. Und jetzt können wir die Frequenz anwählen, die der Subwoofer spielen soll. Und zwar, das nennt sich Low Pass. Das heißt, alle tieferen Frequenzen, also Low Frequenzen, passieren den Filter und kommen dann in den Subwoofer rein. Und da kann ich jetzt dann meine Frequenz einstellen, wo ich die Übernahmefrequenz haben mag. Und jetzt lassen wir einfach mal einen Sound laufen. Ich gehe jetzt gerade nochmal raus. So. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen rein. Jetzt haben wir eine gewisse Lautstärke. Und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen für den Sound. So, und jetzt kann ich natürlich hier den Subwoofer pegeln. So, und zwar nur den Pegel für den Subwoofer. Unabhängig von dem Pegel von den Front- oder Hecklautsprechern, nur der Subwoofer bekommt jetzt mehr Power und oder weniger. Das Gleiche kann ich natürlich auch hier noch zusätzlich machen mit der Fernbedienung, wenn ich keinen Subwoofer-Ausgang am Autoradio habe. Da zeige ich euch gleich noch was dazu, aber jetzt haben wir ja den Cinch-Ausgang am Subwoofer aktiviert und nehmen den auch und können den separat einstellen. Und zwar auch mit der Frequenz. Und da kann ich jetzt die Frequenz so weit runter wählen, dass ich schon wieder, jetzt beim Subwoofer, kann ich so weit runter gehen, wenn ich jetzt einen Low Pass bei 25 Hertz einstelle, ich mache mal ein bisschen leiser, wenn ich einen Low Pass bei 25 Hertz einstelle, braucht ihr euch schon nicht mehr wundern, warum kein Sub, also kein Bass mehr rauskommt, weil das ist dann so weit abgetrennt, dass selbst der Subwoofer keine Frequenz mehr bekommt, die er überhaupt spielen kann. Eine typische Übernahmefrequenz für einen Subwoofer sind so 60 bis 80 Hertz Low Pass. Das heißt, alles, was drüber ist, wird abgeschnitten von der Frequenz her. Darum ist es eine Frequenzweiche und filtert dann praktisch auch den Bereich weg, wo der Bass dann dröhnig klingen würde. Deswegen hier eine optimale Übernahmefrequenz zwischen 60 und 80 Hertz. Das Gleiche andersrum ist dann, wenn wir für den vorderen Kanal eine Flanke einstellen, die bei 25 Hertz würde der ganze Bassbereich für die vorderen Lautsprecher auch noch komplett mitspielen. Deswegen gehen wir jetzt hier ebenfalls hoch auf ca. 80 Hertz. Und jetzt haben wir für den Bass obenrum alles weggefiltert und für den
Frontlautsprecherbereich haben wir halt ab 80 Hertz. Das heißt, wir haben jetzt den ganzen Bassbereich, den der 16 cm Lautsprecher in der Türe zum Beispiel gar nicht optimal spielen würde, weil viel zu viel Bass drauf ist, können wir den zu viel Bass wegschneiden, aber dafür wird der richtig schön belastbar. Und das können wir natürlich auch für die hinteren Lautsprecher separat machen, weil es könnten ja vorne 16 cm Lautsprecher sein, die wegen mir sogar bis 60 Hertz ordentlich Pegel machen, aber hinten haben wir nur 10 cm Lautsprecher drin. Und dann mache ich ja bei den 10 cm Lautsprechern auch gern mal 125 Hertz, weil die den Hub gar nicht machen können. Also wir müssen alles separat voneinander einstellen und können dann auch hier in den Einstellungen jeden Kanal einzeln so laut machen, wie ich möchte. Also Moody Spacebock, ich glaube, ich habe das jetzt schon erklärt und ich glaube, du hast den Fehler erkannt, dass du in dem Easy Mode Menü drin warst und damit leben musste, dass jetzt die 16 cm Lautsprecher zu viel Bass und du, da, wir wollen ja den Bass wegfiltern, aber der ist dann trotzdem drin im Easy Mode und der Bass, der spielt auch nur so halt, wie das über die originale Sache, über die Cinch-Ausgänge eingestellt ist. Also bitte auf Soundeinstellungen, auf Pro Mode gehen. Und da dann dem Subwoofer separat Pegel geben und auch die Einstellung über den über die Frequenzweiche machen, so dass jeder Lautsprecher optimal ist und auch einzeln gesteuert wird. Ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie sich sowas wirklich anhört, wenn es zu schlecht oder zu heftig eingestellt ist. Wir haben jetzt die Lautsprecher abgeschlossen, es spielt nur der Subwoofer. Und jetzt machen wir ein bisschen lauter, gehen in die Soundeinstellungen rein und gehen dann direkt auf die Frequenz drauf und nehmen uns den Subwoofer vor. Und den können wir jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Power. So, und jetzt tun wir den zu tief einstellen. Der wird immer leiser. Jetzt sind wir bei 25 Hertz, kommt gar nichts mehr raus. Jetzt gehen wir nur von der Frequenz dann nach oben. Jetzt kommt er in den Wirkungsbereich rein. Und wenn wir das zu weit aufdrehen, dann wird der zu dröhnig, zu knallig und er hört sich nicht mehr wirklich schön an. Deswegen eben so eine Frequenz zwischen 80 und 60 Hertz, dann klingt sowas noch halbwegs vernünftig. Und das gleiche zeige ich euch jetzt bei den normalen Lautsprechern, wie sich sowas anhört, wenn es auch nicht richtig eingestellt ist. Jetzt haben wir nur die vorderen Lautsprecher sinnbildlich angeschlossen, gehen wieder in die Frequenzweichen rein, auf die vorderen Lautsprecher drauf. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Jetzt haben wir nämlich den ganzen Frequenzbereich, also auch den Bass. Und wenn ich jetzt noch lauter aufdrehe, hört ihr das, dann fängt der auch schon zum Verzerren an. Und wenn ich jetzt die Frequenz nach oben drehe, bei 80 Hertz, dann ist immer noch Bass da, aber der ist auch viel belastbarer. Jetzt können wir auch noch aufdrehen und es klingt immer nur sauber in dem Bereich, wo er spielt. Und wenn wir den jetzt zu weit oben abschneiden, dann ist überhaupt kein Bass mehr da. Also das wollen wir auch nicht. Also eine gesunde Mischung aus beiden, aber jetzt habt ihr mal gehört, wenn ihr den High Pass zu weit oben einstellt, dann fehlt natürlich der ganze Bassbereich. Mache ich ihn zu weit unten, habe ich zu viel Bass auf den Tieftönern von meinem Frontlautsprechersystem drauf, für was ich ja einen Subwoofer habe. Also kann ich die entlasten und habe viel mehr Power in den höheren Lautstärken zur Verfügung, ohne dass es zum Verzerren anfängt. So schaut's aus. Wenn wir jetzt eh schon in einer Testsituation sind, wo man alle Kabel so leicht zieht, nicht so alles versteckt ist wie im Auto, nutzen wir doch die Gelegenheit, dass wir das kurz mal erklären, was nochmal die Cinch-Leitung macht und was ihr macht, wenn ihr ein Autoradio habt, wo keine Cinch-Ausgänge habt. Also solche Fahrzeuge, VW-Radio, Mercedes-Radio, die haben alle keine Cinch-Ausgänge in dem Sinn und die haben natürlich auch keinen Subwoofer-Ausgang auf dem Cinch-Kabel, weil die gar keinen Cinch haben. Also, gerade eben hatten wir es ja noch so angeschlossen, dass wir einfach mit unserem Nachrüstradio, mit einem Cinch-Ausgang hier in den Subwoofer reingefahren sind. Wenn wir aber das nicht haben und ihr habt ein Autoradio ohne Cinch-Ausgänge, ja, machen wir das mal weg, dann habt ihr einfach nur vier Kanäle vom Autoradio, für Front zwei Kanäle rechts, links und für Rear zwei Kanäle rechts, links. Jetzt liegt ganz oft und auch bei diesem Subwoofer ein High-Level-Abgriffkabel dabei. Das heißt, das stecke ich hier an und habe zwei Kabel, also zwei Kanäle, die kann ich jetzt zum Beispiel der vorderen zwei Kanäle plus minus drauf machen und zweigt mir den Sound ab und schmeißt den da rein.
Dann habe ich hier einen Low-Pass-Filter, das haben wir gerade erklärt, könnt ihr euch klanglich so einstellen, wie ihr möchtet und könnt hier den Level aufdrehen und mit der Fernbedienung, die dann dabei liegt, laut und leise machen, weil ihr könnt es jetzt nicht am Autoradio machen, bei so VW-Radios oder was auch immer, diese Werksradios, weil diese Einstellung gar nicht zur Verfügung steht. Also dafür diese externe Fernbedienung und wir greifen das hier ab und zwar auf die Originalkabel vom Fahrzeug, die sind was auch immer, was die für Farben haben. Wir haben euch jetzt einen Adapter. Das macht es euch leicht, einen Anschluss zwischenzupacken für genau das hier. Wir haben hier einen Adapter, eine Verlängerung. Das machen wir dann also weg. Und jetzt haben wir eine Verlängerung, die wir hinten ebenfalls einstecken. Bis zum Autoradio vorlegen. Wir haben hier extra das Gegenstück dazu. Und können das jetzt in die ISO-Leitung mit reinpacken. Na, geht ein bisschen schwerer. So, einmal. Und können weitergehen und ebenfalls, wir haben uns jetzt nur in die ISO-Leitung zwischen rein gedockt. Wir haben also gar nichts verändert, nur eine 1:1 Verbindung gemacht mit unserem Abgriff für den Sound, für den Subwoofer. Das hat den Vorteil, dass ihr keine Phasendrehung machen könnt. Das heißt, wenn ihr dieses Kabel nehmt, und ihr pinnt euch da separat auf Plus und Minus vom rechten und vom linken Kanal drauf. Kann es auch mal passieren, ihr wisst gar nicht, welches ist überhaupt der Plus und welches ist der Minus. Und ihr schließt es einfach einmal verkehrt rum an. Dann kommt aus dem Subwoofer kein Sound, weil ihr eine Phasendrehung drin habt. Und das haben wir alles mit diesem Anschluss bereits weg. Und ihr braucht auch gar nichts drauf krimpen oder quetschen oder löten, weil das einfach zwischen reingesteckt wird. Das wäre auf jeden Fall eine gute Lösung. Habe ich euch unten im Videobeschreibungstext als Link in den Shop mit rein und könnt euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Das High-Level-Kabel, das was ich euch gerade zeigt, da gibt es natürlich in verschiedene Längen. Wir haben hier eine Länge, die ist 2,75 Meter, so eine Lösung unter den Sitz rein für einen Aktivwoofer oder wenn es in den Kofferraum gehen soll, einfach nochmal eine Verlängerung mit dran machen. Ist alles, wie gesagt, unten im Videobeschreibungstext. So, und jetzt hoffe ich, dass ich die Frage gut und ordentlich beantworten habe können, dass ihr mit dem Autoradio gut zurechtkommt und auch mit eurem Autoradio vielleicht das nachvollziehen könnt, was es mit dem Bass und mit den Filtern so auf sich hat. Und ich freue mich auf die nächsten Kommentare von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli.